Das war meine letzte Nummer. Und weitermachen. Vielen Dank. Ja, weitermachen. Vielen Dank. Ich bin eigentlich heute hier, um auf meine Crowdfunding-Kampagne aufmerksam zu machen. Ich nehme Ende Mai eine CD auf und wenn Sie wollen, können Sie die jetzt schon bei Startnext vorbestellen. Schauen Sie einfach auf meine Facebook-Seite oder kommen Sie zu einer meiner nächsten Vorstellungen oder was kann man noch so alles sagen? Wie kann ich weiter hier Werbung machen? Ich überlege. Schauen Sie auf meine Facebook-Seite oder auf meine Homepage. Ich würde mich freuen. Habe ich Zugabe gehört? Die Zugabe? Die Seite. Achso, die Seite. Ja, mein Projekt heißt Salon Löwengebrüll. Ich werde hier gleich Flyer auslegen und wahrscheinlich jedem Einzelnen persönlich in die Hand drücken. Und ja, wenn Sie Lust haben, schauen Sie drauf. Und ich hätte noch eine Nummer. Und ich hoffe, die kommt jetzt auch. Das ist die richtige. Und zwar ist das folgende Problem, das man als Bühnenmensch hat. Was ist, wenn es mal mit der Bühne nicht mehr klappt? Da gibt es für uns Künstler einen ganz besonderen Ort. Wissen Sie welcher? YouTube. Schlimmer. Schlimmer. Cliffish. Schlimmer. RTL. Bitte. Früher sang man in Las Vegas, wenn's mal nicht so lief. Oder machte Abschiedstouren und sang etwas schief. Ach, die gute alte Zeit, sie ist lange fort. Heute gibt's zur Künstlerrettung einen anderen Ort. Wir gehen jetzt ins Dschungelcamp, zusammen mit einem Dschungelvamp, die etwas dümmlich ist und mager und nach einer Woche ziemlich hager. Wir gehen jetzt ins Dschungelcamp, benehmen uns sehr ungelenk, denken an unsere Interessen, während wir Ungeziefer essen. Ist mir allzu sicher, das ist leider wahr. Steuerschulden, falsche Freunde, das ist allen klar. Warte nur auf einen und man denkt sich ins Geheim. Irgendwann werde ich auch einmal in Australien sein. Ich gehe dann ins Dschungelcamp und lern die dann im Dschungel kennen. Sind sie wirklich bös und so mies? Die ganzen Z- und Umlaut-Promis. Ich gehe dann ins Dschungelcamp, wo ich mich dann als dumm bekenne und so tue, als wäre ich ganz intim mit jedem dort im ganzen Team. Lüge ich ganz schamlos so etwas wie: Ich wollte die Hirschhoden schon immer essen. Doch die eigentliche Ironie ist, ich hoffe, das wird man schnell vergessen. Im Showgeschäft bin ich die eh gewohnt.